Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Death Coming. Und diesmal wusste ich den Namen so ungefähr. Wir machen natürlich heute weiter in diesem wunderschönen Level. Ich habe nochmal das Level nochmal gespielt und habe nochmal das grüne Mädel geholt. Irgendwie war mir das wichtig. Wenigstens die drei markierten Dinger. Akt 2, Liebe und Frieden. Okay, it takes a lot of skill to become a Reaper, okay. Also, wir müssen einiges noch lernen. Jetzt müssen wir hier diesen Schweißer erledigen. Drücken da drauf und lass mich raten, es geht nicht, weil niemand unter seiner Aufsicht das Ding betätigt. Na gut, dann kann ich logischerweise nur eins machen, ihn ans Telefon schicken und zermanschen. Ja, easy going, hä? Und jetzt können wir das Ding aufmachen, zack, wird er weggeblasen. Das war's dann auch mit dem Schweißer. Oh yeah, der Tod freut sich richtig hart. Sieht aus, als wärst du dafür geboren. Also, bereit für neue Challenges? Ja, sind wir. Wir sind bereit. Oh, was ist das? Atombombenreaktor? Alter. Okay. Okay, ich bin der Spion und diese Mission, diese Rakete wird niemals... Oh. Toll. Kaputt gemacht. Warum machen wir keine Fortschritte? Der muss irgendwo ein Manipulator sein. Lass ihn uns erwischen. Alles ist scheiße. Aber wenn du da bist, ist alles schön. Okay, da jede Menge Mitarbeiter. The new location is a disorganized and dangerous missile factory. Yet the Raider never finished the missile. Why not help them? Ja, ja, wir sollten ihnen auf jeden Fall helfen. Wir sollten alle Worker erledigen. Okay, also zumindest so gut es geht. Dann starte mal in der Umkleidekabine. Okay, wo ist denn die Umkleidekabine? Ist das die Umkleidekabine hier vorne? Es sieht auch, weißt du, so Freizeitpark hier so. Oh, die Biba-Buba-Bombenfabrik. Jetzt neu. Fabrizieren Sie selber hübsche kleine Bomben. Kann ich hier schon irgendwas machen? Nee, kann ich offensichtlich nicht. Okay. Oh, da haben wir aber schon mal einen erledigt. First Blood. Okay, Leute, ihr müsst euch umziehen. Bleibt mal bitte da. Lassen wir mal den Wauwau frei. Der bringt doch immer was. Zeig, sag ich doch. So, den auch schon mal erledigt. Was ist denn da los? Da guckt einer durchs Fenster. Oh mein Gott. Okay, alle laufen weg. Aha. Sehr schön. Oh, meine Identität ist nun gesichert. Okay, wo rennt der hin? Wo rennt denn der hin? Hm. Zack. Weg damit. Calm down. Ganz ruhig. Ich arbeite hier. Okay. Na dann. Wo rennt der hin? Na klar. Kann ich die Rakete starten? Hui! Alter. Voll erwischt. Zack. Ja, guck mal. Ich habe es gerade so gesehen im Augenwinkel. Jetzt die Frage, soll ich den Fahrer töten, wenn er Sachen durch die Gegend fährt, oder? Oh! I'm finally be free from this endless servitude. Endlich muss ich nicht mehr diese dämliche Arbeit verrichten. Machen wir doch das hier auch nochmal. Oh, no! Das sah aus, ne? Als wäre es so gewollt. Könnte bitte... Ist nicht einer gerade hier noch hingegangen? Geh mal da, jemand. Nein! Dann geh du mal da. Kann ich dich hier auch nochmal zermanschen? Kann ich die Falle doppelt nutzen? Na, da hat er sich erschrocken, ne? Jetzt läufst du erstmal. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Von wegen, ey. Von wegen, my friend. Fixing this problem, Fan. Zack. Oh, sein Blut. Und du auch nochmal runter. Double kill. Angel sighting reported. Halleluja. Are you my angel? Ich sehe die Engel. Oh, die Engel. It's the angels in the work again. Okay. Oh, nein. Ey, jetzt darf ich mich nicht erwischen lassen von den blöden, dämlichen Angels. Okay, ja, ich bin careful. Ich pass auf. Ich pass auf, dass mich niemand unsittlich berührt. Das sieht auch nicht so intelligent aus hier.
Triple Kill. Guck mal, die beiden kann ich doch auch noch erledigen. Ha. Und wie kriege ich euch beide kaputt? Bestimmt hier begasen oder so. Haha, ich hab's mir gedacht. Irgendwie, wenn sie da gerade Kohle schaufeln oder so, dann... Aber da ist so ein Angel. Kann ich die dann trotzdem erledigen? Dann einmal hier bitte komplett verstrahlen, die Jungs. Danke. Dann haben wir das nämlich auch schon. Tingling. Okay, das hier sieht sehr rostig aus. Können wir das... dann muss ich irgendwen ans Telefon rufen. Tja, das war ja offensichtlich. Das war ja offensichtlich. I will carry my work into the underworld. Ah, und jetzt willst du also nach dem Tode noch weiter spionieren. Naja gut, ich habe ja meinen Job auch nach dem Tode irgendwie verrichtet. Was ist das hier? Da kann ich wieder... Wurde jetzt eingesaugt? Was ist mit dir? Er hat sich aufgelöst. Oh. Da machen wir doch. Das war so klar, ne? Ich meine, da stehen so ein paar Gasbuddeln und. Ah, der geht andersrum, oder? Kann ich die beide erwischen? Oh! Ich hatte ein bisschen Angst, weil der Angel mich gesehen hat. Oh, da ist eine Heizung. Dann nehmen wir gleich beide, hä? Aha! Aha! Great Director, your poster wurde destroyed! Ja, dann tot! Tot! Wer tut meinem Poster sowas an? The glorious leader has finally left the room. But I can't open this door. Dann mach ich doch auf. Oh, meine Liebe! Oh, die Sekretärin ist verliebt. In den Sekretär. Das ist das private Liebeszimmer hier vom Chef, oder wie? Ah, ich ahne schon was. Ich ahne ja schon was. Ich meine, die Sekretärin ist unser nächstes Ziel. Machen wir doch mal auf und schauen, was der Chef hier zu sagen hat. Alter, guck mal hier. Eis.de, hier liegen diese ganzen Massagestäbe rum. Das war mir so klar, ne? Triple Kill, Alter. Daily Fake News. Angel Sighting reported. Halleluja. Die Himmelspolizei ist da, damit der Reaper... Sind das Schutzengel? Das sind bestimmt quasi Schutzengel. I will never cheat again. Boah, wir haben jetzt 29. Es fehlen noch 10. 10 Leute. Ah, Mist, da hätte ich mir gerade einen holen können. Na, hier, sammelt euch mal hier an der Heizung. Ja, da habe ich nämlich noch eine kleine Surprise for you. Aber jetzt, wo die Engel da sind, kann ich nichts machen. Ah, okay. Double kill. Triple kill. Oh, nice, ey. Mega kill. Habe ich sie alle verdampft. So, ihr beiden, was ist mit euch? Okay, ihr scheint nicht ganz... ganz gefährlich zu stehen. Ihr seid ja nur Schweißer. Hier. Okay, eine alte Maschine, die bei der kleinsten Erschütterung kaputt geht. Our powers are limited. You can use traps marked with green circles, but you need to meet a requirement. Okay. Und hier muss ich anscheinend... Was? Mr. Schutzengel, genau. Wo hast du was gesehen? Das glaube ich jetzt nicht. So, der Apparat ist kaputt, Herr Schweißer. Kann ich doch jetzt bestimmt mit den Schweißer grapschen. Ach, du meine Güte. Jetzt wirst du verpackt, Alter. Ah, erwischt. Aber nochmal nutzen kann ich sie nicht. Okay, dann fährt der jetzt erstmal... Alter, sind ja gar keine Mitarbeiter mehr da. Guck mal, hier ist noch so eine Kiste in der Luft.
Ist nur die Frage, wo fällt die runter? Hier irgendwo, ne? Dann muss ich vielleicht den damit abklatschen. Da. Putz! Alter, erledigt! What will happen when Double OK turns up? Ja, das ist die Frage. Die werden hier immer noch hart verstrahlt. Alter, ich habe aber schon ganz gut aufgeräumt, ne? Ich habe schon echt ganz gut aufgeräumt. In der Firma bleibt nicht viel übrig. Guck mal, da hinten. Da sehe ich einen Typen unterm Lift stehen. So, das untere OK ist ready. Destroyer. Aber wir müssen noch irgendwie... Hier oben sind auch noch ein paar Mitarbeiter. Aber da fliegen mir jetzt gerade zu viele Angels. Guck mal, das eine Päckchen, da ist sogar wieder da. Jetzt ist immer die Frage, wen kann ich hier noch zerlachsen? Hier laufen ja auch noch ein paar Leute rum, die zwei Schweißer da. Die sehen auch aus, als hätten sie irgendwie den Drang. So. Da habe ich nochmal quick einen zermatscht. Komm, geh mal oben lang. Na. Bum, bum. Habt ihr das Poster zerstört, das wunderschöne? Oh, endlich habe ich den Typen erwischt. Der war mir schon lange ein Dorn im Auge. Was war das? Bing! Achso, okay. Aber es fehlen noch einige, ey. Es fehlen noch einige. Gucken, ob hier noch irgendwo Death Traps sind. Also ich könnte ja, offiziell könnte ich ja beenden, aber mich interessiert halt, ob ich hier noch irgendwie, vielleicht kann ich noch eine Waffe manipulieren oder so. Okay, er verlässt niemals das Büro, also passiert was mit seiner Statue. 24/7 wird die überwacht. Wir sind doch eigentlich so weit. Guck mal hier, Raketenpanzer stehen hier, wir könnten doch einfach mal einen Panzer abfeuern. Hier ist mir schon fast klar, was ich machen muss. Jetzt ist nur die Frage, gehen die mal irgendwann alle drei zusammen da lang oder gehen die nicht alle drei zusammen da lang? Beziehungsweise... Ne, die gehen absichtlich nicht da oben lang. Ah, okay, aber jetzt wird nicht mehr geguardet. Das heißt, die kann ich mir vielleicht beide schnappen. Hm? Wie sieht's aus bei euch beiden? Ja! Alter, richtig nice. Triple Kill. Oh yeah. Alter, viel fehlt aber nicht mehr. Aber hier muss doch noch irgendwas gehen. Da muss doch noch was gehen. Wie wär's, wenn du einfach mal hier so... Das reicht anscheinend nicht. Ah, okay, Moment. Da ist irgendwie was ausgelaufen. Da muss ich vielleicht warten, bis der hier gesammelt hat. Dann... Ah! Alle stehen in Flammen! Triple kill. Richtig nice! Oh. Es fehlen noch 5 Leute. Hier draußen ist nichts mehr los. Zack. Den schon mal erwischt. Was ist denn mit dir? Warum kann ich dich denn nicht erledigen? Wo geht der hin? Geht der irgendwas Besonderes sich anschauen vielleicht? Hier so ein paar Motoren, aber da kann ich nichts machen gerade. Rocket Fuel ist da drin. Das haben wir gerade schon gesehen. Bei dieser kleinen Ölschweißaktion. Mann. Okay, der geht da nicht mehr in die Ecke. Der scheint ziemlich schockiert zu sein. Der Spanner, Alter. Chefbüro direkt hier neben der Frauenumkleide. Ist schon ein bisschen heftig.
Wir müssen noch drei Leute erledigen und hier ist keiner mehr. Hier ist ja überhaupt keiner mehr übrig. Ist ja nichts mehr da. Toll. Sie ist beschmiert. Mist, ey. Was kann ich denn hier... Ich habe auch eigentlich alle Death Traps gefunden. Eine fehlt noch. Was ist das? Was ist das hier für ein Ding? Was könnte das sein? Ich persönlich sehe jetzt gerade nichts. Was so aussieht, wie das, was der Schatten sagt. Mist, ey. Hätte ich die mal hier in die Butter geworfen vorhin, ey. Das war blöd, dass ich da geklickt habe, ey. Aber ich wollte eigentlich gar nicht so wirklich klicken. Ich wollte halt mich nur so bewegen, ne? Okay, das Ding ist... damaged... hier läuft ja keiner mehr rum. Also, da hätte man für einen Notfall, wenn man nicht so schlau gewesen wäre wie ich. Kacke, ey. Es fehlen noch drei Mitarbeiter. Boah. Aber es war eigentlich ein geiler Run. Aber viel besser machen kann ich es jetzt auch nicht mehr, weil hier ist nichts mehr. Ich glaube nicht, dass wir hier noch was machen können. Naja, Silber reicht ja dann auch, Freunde. Ich würde sagen, wenn hier jetzt nichts ist, ja, was passiert, wenn es Double Okay abturnt? Oh, siehst du, oh, 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 jetzt bevor wir wirklich noch unter Arrest geraten, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Level, welches ich jetzt hier mit... Also ich beende auf jeden Fall dieses Level hier. Und wir sehen uns in der nächsten Episode, würde ich sagen, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Der Handlanger des Todes ist heute mal wieder sehr effektiv gewesen. Leider konnten wir die Rakete nicht starten, weil mir fehlen noch ein paar Mitarbeiter. Tja, wenn ihr die Rakete sehen wollt, wie sie startet, dann müsst ihr wohl dieses Spiel. Kostet, glaube ich, ein Fünfer oder so. Ist echt nicht super teuer. Kann man sich schon mal gönnen. Ja. Naja. Viel Spaß beim Kommentieren, Bewerten. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Tschüss.